Liebe Artersberger, heute stehe ich hier vor der Kindertagesstätteneinrichtung im Ortsteil Bahnhof. Die Kindertagesstätteneinrichtungen im Flecken Artersberg sind aufgrund der Corona-Krise alle geschlossen worden. Im Bereich der Krippenbetreuung fallen jedoch bei den Eltern weiterhin die monatlichen Gebühren oder auch Beiträge an. Nun gab es in den letzten Tagen einige Telefonate von Eltern, die durch Kurzarbeitergeld oder sogar Arbeitsplatzverlust oder bei Selbstständigen jetzt doch zu herben Einkommensverlusten geführt hat, zu fragen, ob man während dieser Zeit auf diese monatlichen Gebühren, Beiträge verzichten kann. Wir haben uns im Rahmen der CDU-Fraktion damit auseinandergesetzt und beraten und sind zu dem Entschluss gekommen, einen entsprechenden Antrag im Rathaus des Flecken Artersberg zu stellen. Dieses haben wir gestern Abend getan, nachzulesen auf meiner Homepage. Wir setzen uns dafür ein, dass den Eltern geholfen wird. In welcher Form dieses geschehen wird, muss jetzt die Beratung zeigen. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund. Ihre Wahl am 26.04. Rainer Sterner.